Hallo zusammen, hier ist wieder Attila und ich bin wieder für euch in Dragonflight unterwegs und zwar wollte ich heute wieder so ein kleines Opening-Video präsentieren. Heute geht es mal wieder um den Great Vault und da war ich letzte Woche, naja, nicht wirklich so richtig fleißig, aber zumindest habe ich ein bisschen was gemacht. Ich war ein paar M-Plus-Keys, ich muss nämlich noch meine 2-5er-Wertung zusammenkriegen, um dementsprechend dieses T-Mog-Zeug zu bekommen. Da war ich ein paar 17er-Keys gewesen. Den waren wir hier, den Vortex-Gipfel unter anderem und die Hallende Infusion. Ich habe ja die 20er alles schon, aber ich brauche quasi den Score noch. Dementsprechend habe ich jetzt einfach ein paar 17er gemacht. Die Woche muss ich wahrscheinlich auch noch irgendeinen 17er machen. Ich schätze mal, ich mache Freehold oder so oder Tiefenpfuhl mal schauen, um dann einfach die 2-5 voll zu machen, um dann dementsprechend diese T-Mog-Sachen zu kriegen. Ja, daraus ergebend haben wir dementsprechend auch den Vault aufgefüllt. Ich habe 3 Keys gemacht, heißt wir kriegen nur 1 Slot und jetzt schauen wir mal, was drin ist. Vielleicht ist hier irgendwas Nices drin, was ein Upgrade bringt. Ach, ein Hals. Ja gut, da habe ich den gecraftet, ne? Ja gut, ich glaube, da müssen wir dann lieber passen und ich nehme die Marken. Dieses, es sind zwar nur 2, aber der Hals bringt mir halt einfach gar nichts, ne? Wenn ich wenigstens einen T-Mog oder so gekriegt hätte, sehr schade. Sehr, sehr schade. Naja, was habe ich jetzt? Irgendeinen 19er Key? Kann ich theoretisch auch den laufen. Aber wie gesagt, ich bin mit dem Plus dann im Endeffekt durch, sobald ich meine 2-5 habe fürs T-Mog. Und dann hat sich das für mich erledigt, tatsächlich. Für den Sockel braucht man da leider ein bisschen mehr Zeug, wie ich das sehe. Gut, das muss ich mir dann mal überlegen, was wir damit kaufen. Wir können auch 1000 Gold jetzt holen, aber ich glaube, ich lasse den erstmal. Vielleicht hole ich mir irgendwo noch einen Sockel her. Mal schauen. Gut, das war jetzt eine relativ kurze Nummer. Viel mehr habe ich jetzt Vault-technisch auch nicht gemacht, gab aber auch sehr viel zum Collecten im Patch. Dazu habe ich ja schon einige Videos gemacht, beziehungsweise die kommen noch. Also ich denke mal, da habt ihr dann ein bisschen mehr Content als hier im Vault-Opening, aber ich wollte es dennoch mit aufnehmen. Und ja, dann sind wir auch schon wieder durch tatsächlich. Für andere Chars hatte ich keine Zeit, aber ja, zumindest den einen haben wir jetzt ein bisschen weitergebracht. Gut, ich verabschiede mich an der Stelle. Euer Tila. Bis zum nächsten Mal. Ciao.